Im neuen Grundlagenkurs soll es um das Thema Klettersteige gehen. Denn einige schreiben mir immer wieder mal, braucht es eigentlich Klettersteigkurse? Oder warum gibt es Kurse für Klettersteige? Deshalb wird es Zeit für einen Klettersteig-Grundlagenkurs. Los geht's! Zu Beginn möchte ich erstmal für ein wenig Orientierung sorgen. Der Klettersteig-Grundlagenkurs wird kein ewig langes Projekt, denn Klettersteige sind eine verhältnismäßig simple Spielart des Bergsports, wenngleich simpel nicht unbedingt mit einfach verwechselt werden darf. Trotzdem ist auch für die Erfahrenen unter euch jedenfalls das ein oder andere wertvolle Wissen, egal ob praktischer oder theoretischer Natur, dabei. Seien es Tipps im Notfall, Verhalten bei Schwächeren, aber auch effizientes Steigen und auf langen anspruchsvollen Passagen durchhalten. Womit die Frage nach der Relevanz von sündhaft teuren Klettersteigkursen eigentlich fast beantwortet ist. Diese Kurse machen nur bedingt Sinn, da Klettersteige vor allem eine Frage der Erfahrung sind und diese Erfahrung sammelt man in erster Linie durchs Tun. Es braucht aber natürlich ein paar Basics, um in das Thema sicher einsteigen zu können. Deshalb versuche ich euch im Laufe des Projekts die Themen Ausrüstung, Verhalten, Schwierigkeitsgrade und tatsächlich auch technische Aspekte wie effizientes Gehen auf Sportklettersteigen und Co. näher zu bringen. Denn das sind die einzigen Aspekte, die in einem Klettersteigkurs wirklich vermittelt werden können. Und das geht meiner Meinung nach online auch sehr gut. Da dieser Kurs Step by Step aufgebaut ist, kommen Einsteiger am besten zurecht, wenn sie von vorn anfangen und sich Video für Video durchklicken. Schauen wir uns deshalb heute die richtige Ausrüstung für Klettersteiger an. Diese unterscheidet sich nämlich in mehreren Punkten von jener Ausrüstung, die beim Wandern oder Bergsteigen gebraucht wird. Gleichzeitig gibt es aber je nach Klettersteig natürlich auch gewisse Überschneidungen. Fangen wir aber erstmal bei den Unterschieden an, also bei der klettersteigspezifischen Ausrüstung. Da wäre zuerst mal das Klettersteig-Set. Moderne Sets bestehen immer aus zwei flexiblen und elastischen Armen, die jeweils mit einem Dual-Lock-Karabiner enden. Dieser Lock lässt sich meist mit der Entriegelung auf der Rückseite lösen und dadurch den Karabiner öffnen. Mittlerweile gibt es aber auch Klettersteig-Sets, bei denen eine typische Schelle über dem Verschluss gedreht werden muss, um den Karabiner öffnen zu können. Außerdem hat das Klettersteig-Set eine großartige Funktion, nämlich den sogenannten Bandfalldämpfer. Diese Bandfalldämpfer sind dafür verantwortlich, dass ein Sturz am Klettersteig auch gute Überlebenschancen hat. Denn er macht aus einem statischen Sturz einen fast schon dynamischen Sturz. Würde man statt des Klettersteigsets beispielsweise zwei Bandschlingen nehmen, würde es optisch ähnlich aussehen. Jedoch sind Bandschlingen nicht für große Belastungen ausgelegt, weil die Energie letztlich höher wäre als ihre Reißfestigkeit, weil sie eben statisch sind und sich kaum dehnen. Die Konsequenz wäre es also, dass entweder das Material reißt oder aber die Bandschlinge der einwirkenden Energie standhält und dann letztlich die Wirbelsäule reißt. Das alles lässt sich eben durch diesen Bandfalldämpfer deutlich entschärfen. Ist die Last ausreichend hoch, reißt eine Naht, die das Material zusammenhält und verlängert somit den Sturzweg. Die erste Energie wird beim Sturz durch den ersten Aufprall ins Set schon mal abgenommen, der Rest beim Sturz in den Bandfalldämpfer selbst. Somit sind die Materialbelastungen geringer, jedoch ist der Sturz immer noch äußerst hart und nicht mit dem dynamischen Sturz beim Sportklettern beispielsweise zu vergleichen. Verletzungen durch die Energie oder auch durch den Aufprall gegen die Wand sind immer noch möglich und auch wahrscheinlich. Dieser Bandfalldämpfer muss aber jedenfalls nach einem Einsatz ausgetauscht werden, womit der Austausch des kompletten Sets einhergeht. Grundsätzlich kann man beim Klettersteigset nur wenig falsch machen. Es muss per Ankerstich korrekt durch den Anseilring gefädelt werden. Außerdem darf bei einarmiger Verwendung, also ein Arm des Klettersteigsets, nicht ein Arm des Körpers, der andere Arm auch nicht im Anseilring eingehängt werden, sondern am besten im am Stahlseil gleitenden Karabiner. Wieso das aber oft nur bedingt praktikabel ist, das sehen wir uns noch an. Klettersteigsets können sich abseits des genormten Bandfalldämpfers auch noch unterscheiden. Es gibt Karabiner mit großen Öffnungen, große Karabiner selber und es gibt auch Drehgelenke am Bandfalldämpfer, sodass die beiden Arme des Klettersteigsets sich nicht verdrehen können. All das sind aber in der Praxis eher komfortable Unterschiede, aber keine sicherheitsrelevanten. Dazu muss ich aber erwähnen, standardisierte Klettersteige, wie sie Sportklettersteige meist sind, können mit allen Klettersteigsets gut begangen werden. Etwas anderes ist das bei alpinen Klettersteigen oder auch Klettersteigen in den Dolomiten, teilweise in der Schweiz, teilweise in der Tatra oder auch in den Karpaten.
Denn hier sind einfach irgendwelche Stahlseile zum Einsatz gekommen, die teilweise nicht mal für Klettersteigsets gemacht wurden, weil sie eben bereits 100 Jahre alt sind. Da wurde genommen, was gerade da war, sodass manchmal auch recht dicke Stahlseile vorkommen können, die bei sehr kleinen und kompakten Klettersteigsets einfach nicht mehr in den Karabiner passen oder nur sehr, sehr schwer. Sollte man also recht unbekannte und abenteuerliche Klettersteige suchen, dann wäre vielleicht ein Blick auf größere Karabiner die bessere Wahl. Doch die Ausrüstung, da ist damit noch nicht komplett. Ein wichtiger Gegenstand ist natürlich der Helm. Wir bewegen uns im felsigen Gelände, da kann immer irgendwo etwas bröckeln und dann kommen die Steine geflogen. Ein vernünftiger Steinschlaghelm ist jedenfalls eine gute Lebensversicherung. Kleine Steinchen aus großer Höhe, aber selbst etwas größere Steine aus kurzer Distanz sind mit dem Steinschlaghelm zu überleben, wohingegen eine Mütze jedenfalls schwerste Verletzungen oder den Tod bedeutet. Deshalb ist am Klettersteig der Helm jedenfalls nicht verhandelbar. Auch weil eben Klettersteige gut besucht sind und die Vorgänger natürlich auch mal den ein oder anderen losen Stein abtreten können. Natürlich dient der Helm auch dem Schutz vor der eigenen Fehleinschätzung. Wenn man also mal in einer Höhle unterwegs ist oder unter einem Felsvorsprung, dann kann es ja mal passieren, dass man nicht ganz im Blick hat, wo der eigene Kopf aufhört. Auch da ist dann ein Helm eine große Hilfe. Dann gibt es da noch den Gurt. An irgendwas muss das Klettersteigset ja befestigt werden. Da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Eine klassische und eine etwas alternative Variante. Zum einen gibt es den klassischen Klettergurt. Dieser ist unbestritten praktisch, weil er bequem ist und große Materialschlaufen für anderweitiges Zeug bietet. Aber er ist schwer und nicht gerade kompakt. Dann gibt es da noch die unkomfortable Alternative, die Hochtourengurte. Denn die können extrem klein zusammengelegt werden und sind auch sehr leicht. Der große Nachteil ist aber, dass sie keine sonderlich praktischen Materialschlaufen haben und über die Dauer auch einfach sehr unbequem sind. Zumindest wenn man drin sitzt. Sie sollten außerdem auch nicht für das Sportklettern oder sonstige Kletteraktivitäten verwendet werden, während ein Klettergurt natürlich für alles herhalten kann und somit dann kein Zusatzinvestment mehr notwendig ist. Zu 95% würde ich aber eher den Klettergurt empfehlen, da er nicht so spezialisiert ist und auch längere Pausen einfach gemütlicher sind. Vor allem gibt es Klettergurte günstig schon um die 50 Euro, wohingegen ein Hochtourengurt etwa das Doppelte kosten kann. Wichtig ist, dass euch der Klettergurt passt, probiert ihn also an, legt ihn fest an und schaut, dass er nicht runterrutscht, nicht zwickt, keine Druckstellen hinterlässt und so weiter. Dann schauen wir uns jetzt aber auch noch die Rastschlinge an. Diese kann unterschiedliche Formen annehmen, nichts ist wirklich falsch. Ob man dafür Denima-Schlingen oder Nylon-Schlingen nimmt, ist höchstens im Labor eine echte Frage. In der Praxis nutzt man die Rastschlinge nur zum Rasten, sodass die Bruchlastwerte, egal ob Denima oder Nylon, für den Anwendungsfall so oder so ausreichen. Die Rastschlinge besteht aus einer Schlinge, im Idealfall 60 cm lang, um immer noch gut das Stahlseil erreichen zu können, auch wenn man im Gurt sitzt. Dazu braucht man dann noch einen Verschlusskarabiner, mit welchem man die Bandschlinge dann im Stahlseil einhängen kann. Diese Kombination wird dann mittels Ankerstich im Anseilring des Klettergurts befestigt. Während dem Steigen am Klettersteig kommt die Rastschlinge in eine der Materialschlaufen, um nicht zu stören. Keinesfalls darf die Rastschlinge während dem Steigen im Stahlseil bleiben. Doch diese Praxisprobleme schauen wir uns in einem anderen Kursvideo genauer am Ort des Verbrechens an. Zu guter Letzt brauchen wir dann noch die Handschuhe, die im Idealfall fingerfrei sind, um immer noch genug Gefühl und Belüftung zu haben. In erster Linie dienen diese dem Schutz, denn das Stahlseil ist sehr rau und kann stellenweise natürlich auch schon leicht beschädigt sein, wodurch einzelne Litzen wie Stacheln vom Seil stehen und sehr ernsthafte Handverletzungen verursachen können. Wichtig ist bei den Handschuhen, dass sie eine verstärkte Innenfläche aus Leder haben, um eben möglichst widerstandsfähig zu sein. Die Dicke und das Material entscheidet dann letztlich auch über die Langlebigkeit und auch über die Robustheit der Handschuhe. Und jetzt noch zu guter Letzt zum Schuhwerk. Am Klettersteig brauchen wir die Mischung aus robustem Außenmaterial, stabiler und fester Sohle und gleichzeitig keinen schweren Klotz am Fuß, damit wir leichtfüßig unterwegs sind. Dabei eignen sich vor allem Halbschuhe, also Schuhe, die unter dem Knöchel enden. Trotzdem sollten sie robust sein, also aus der Kategorie A oder idealerweise natürlich B kommen. Lederschuhe sind besonders strapazierfähig, aber es gibt natürlich auch schon gute Synthetikschuhe. Beispiele wären der La Sportiva TX Guide, der TX4 oder von Scarpa der Mescalito. Natürlich kann man für mehr Stabilität auch Schuhe über dem Knöchel wählen, wenn einem diese zusätzliche Seitenstabilität wichtig ist. Vor allem aber ist eben eine nicht zu weiche Sohle wichtig, denn die nutzt sich am Klettersteig, am Fels und am Eisen sehr schnell ab und reißt dann auch gerne mal ein. Ein Sicherheitsrisiko. Deshalb sollte man hier an dieser Stelle eben nicht den Ultralight-Freaks am Klettersteig folgen und lieber zu langlebigeren und damit auch sichereren Schuhen greifen und die Trailrunning-Schuhe lieber beim Laufsport lassen.
Wir haben also Klettergurt, Klettersteigset, Rastschlinge, Helm, Handschuhe und richtiges Schuhwerk. Natürlich brauchen wir noch die Standardgrundausrüstung am Berg und etwaige Zusatzausrüstung, die sich an den Zustieg, Abstieg und die Schwierigkeit anpasst. Aber dazu ein andermal mehr, denn ihr seht, das Video ist schon recht lang. Es ist kaum noch wer geistig oder physisch anwesend und deshalb machen wir hier für heute Schluss. Wie ihr wisst, die Alpen Academy funktioniert nur wegen euch so gut. Ich danke euch an dieser Stelle herzlich für die Unterstützung des Projekts, auch in Form eines Abos oder eines Daumen nach oben. Alles sehr hilfreich. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit, ganz klar, und bergheil!